Ja, die Weltreise geht weiter. Seit Januar 2018 sind wir unterwegs. Jetzt haben wir 4 Monate hier am Ortasee sozusagen Pause gemacht in Italien. Wie gesagt, ein Sommer in Italien. Und ja, haben hier die Umgebung so erkundet. Denn hier gibt es so wunderschöne Plätze und Orte, Lago Maggiore, die ganzen Täler, ob das Mailand ist, der Comersee, der Luganersee. Also es gab hier so wunderschöne Plätze. Und vor allem haben wir einfach diesen Sommer genossen in Italien. Morgen fahren wir Richtung Spanien dann los. Und ja, da ist dann erstmal eine Woche basischer Kochkurs angesagt in Denia bei der Andrea. Da freue ich mich riesig drauf, denn wir haben in Italien gut geschlemmt. Du weißt ja, ich bin ein Genießer durch und durch. Und ja, da ist jetzt einfach auch gut. Ich gönne ja meinem Körper immer wieder mal so eine Fit-Challenge, hast du vielleicht mitgekriegt. So mal 19 Tage wirklich auch dem Körper was Gutes tun. Und da, ja, da geht es ja auch darum, um leckere Sachen zu kochen, möglichst basische, möglichst lebendige. Und irgendwann kocht man immer irgendwie dasselbe, gell? Kennst du das vielleicht? Und deswegen freue ich mich ganz besonders auf diesen Kochkurs, weil da kriege ich einfach nochmal neue Anregungen und Tipps. Ja, dann werden wir in Spanien einfach ein bisschen weiterziehen und uns gegen Ende des Jahres Portugal noch vornehmen, so November, Dezember vielleicht mal schauen, bevor es nächstes Jahr wieder nach Asien, Neuseeland und Australien geht. Jetzt fragen mich immer wieder Menschen, wie kannst du das eigentlich machen? Wie funktioniert das? Und meine Antwort ist, ja, es ist relativ einfach und gleichzeitig fordert es einfach auch eine Entscheidung. Denn ich habe mir ein Freedom-Business aufgebaut. Was bedeutet das? Das heißt, ich habe mir etwas aufgebaut, wo ich online von unterwegs aus machen kann. Ich arbeite in der Regel 1-2 Tage die Woche. Und ich habe mir vor allem auch ein passives Einkommen aufgebaut, sodass ich auch mal ein paar Wochen, ein paar Monate auch nicht arbeiten muss, wenn ich mal einfach Pause machen mag. So wie in dem ersten halben Jahr in Thailand habe ich einfach nur Thailand genossen und Kambodscha und Vietnam. Ja, wenn du jetzt für dich sagst, wow, hätte ich auch gerne, dann habe ich 3 Tipps für dich. Erstens, schau hin, was du wirklich willst. Was sind deine tiefst innersten Wünsche? Das ist das Allerwichtigste. Nicht so, ach, hätte ich ganz gern, nice to have, sondern ist es wirklich so, dass du es willst? Was würde sich in deinem Leben und in dem von deiner Familie, von deinem Partner verändern, wenn du dieses Leben führen könntest? Also von daher, willst du es wirklich? Das Zweite, wenn du es wirklich willst, triff eine Entscheidung. Ich glaube, Entscheidungen sind so, so wichtig und notwendig. Und vielleicht geht es dir so wie mir früher auch ganz oft und auch heute passiert mir das manchmal noch, aber ich kenne das auch bei vielen meiner Kunden, dass man so ein bisschen rausschiebt. Man möchte gern, aber irgendwas hält einen zurück, irgendwelche Ängste, Sätze etc. Triff eine Entscheidung und es werden sich dir Möglichkeiten und Wege auftun, ja, die du bis dato wahrscheinlich noch gar nicht so gesehen und entdeckt hast. Und das Dritte, such dir unbedingt jemand, der da ist, wo du hin möchtest. Lass dich begleiten auf deinem Weg, denn Tatsache ist, es geht nicht steil bergauf auf so einem Weg, sondern es gibt auch im Freedom-Business, in diesem Freiheits-Business, wo man zeitlich, örtlich flexibel sein kann, es gibt Auf und Abs. Und da ist es wichtig, dass du jemanden hast, der dich an der Hand nimmt, der dir zeigt, wie du ganz einfach, ohne großes Technikgedöns, Schritt für Schritt den Weg gehen kannst, in deinem Tempo, so wie es für dich passt und dich sozusagen begleitet auf dem Weg. Ja, das sind so meine 3 Tipps, die ich dir heute mitgeben mag, wenn du für dich sagst, ich hätte auch gern, ob das jetzt Weltreise ist oder was anderes. Ansonsten nehme ich dich einfach gern wieder mit auf diese Reise und werde ja, dir immer wieder schöne Orte auf dieser Welt zeigen, denn ich glaube, dass diese Welt so unendlich viel uns zu geben hat. Und das
ja, das Leben einfach ein Geschenk ist. Und wir dieses Geschenk nutzen dürfen, auspacken dürfen. Ja, aus dem Schöpfen dürfen, in und aus der Fülle leben dürfen. Es geht um ein Leben in Fülle, um ein erfülltes Leben. Und von daher wünsche ich dir, dass du eine gute Entscheidung triffst, jemand findest, der ja, dich begleitet und den Weg gehst, der dir das Leben möglich macht, das du dir erträumst. Ich wünsche dir einen traumhaft schönen Tag.